Herzlich willkommen in Finchys Welt zu einer neuen Ausgabe von Finchys Sammlung. Ich mache mal so ein bisschen mit meiner Sammlung hier weiter, habe ich mir gedacht, weil viele haben auch danach gefragt und jetzt sitze ich hier in meiner Ecke, ihr kennt das schon, wenn ich hier vor meinem Regal sitze, das heißt, dass ich meine Sammlung weiter vorstelle, habe ich gerade schon gesagt. Und heute geht es um meine Nintendo 3DS-Spiele. Die habe ich irgendwann schon mal vorgestellt, aber das war ganz am Anfang meiner, als ich die Sammlung halt aufbauen wollte, das war noch ganz am Anfang, hatte ich 6 oder 7 Spiele, keine Ahnung. Und mittlerweile bin ich fast bei 40 Spielen. Und die habe ich hier vor mir aufgebaut und ich würde sagen, ich fange direkt an, weil es könnte etwas, etwas länger dauern, wieder mal. Ihr habt auf jeden Fall danach gefragt, habt gesagt, könntest du nicht nochmal ein bisschen deine Nintendo 3DS-Spiele vorstellen oder zeigen, was ich da so habe. Und deswegen mache ich das jetzt. Ich habe die im Regal oben, ich habe 3 Reihen in meinem Regal, nur 3DS-Spiele. Die Reihen sind nicht komplett voll bisher, da ist noch ein bisschen Platz drin, aber ich habe die halt ein bisschen sortiert nach Relevanz, also wie sie für mich am wichtigsten sind da drin. Und zwar in der oberen Reihe befinden sich einfach nur die wirklichen Nintendo 3DS-Spiele, also die von Nintendo kommen, keine Ahnung, Animal Crossing, die Zelda, Mario-Spiele und so weiter und so fort. Dann nach die Reihe, da kommen so Sachen wie, die halt auch noch wichtig sind, wie zum Beispiel Sonic. Oder was haben wir da noch für Dinge, was habe ich hier noch? Ist egal, sehen wir ja gleich alles. Und in der letzten Reihe, da sind so die Sachen, die mich eigentlich nicht so mega interessieren und die so von Drittanbietern oder Indie-Titel oder sonst irgendwas. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal, ich habe die jetzt hier vor mir stehen, wir fangen mal mit diesem mittleren Regalteil an. Und da habe ich als allererstes Sonic Generations. Ich möchte gar nicht so viel zu jedem Spiel sagen, weil wie gesagt, es sind 40 Spiele und das könnte jetzt ein bisschen dauern. Sonic Generations ist ein sehr gutes Sonic-Spiel. Ich habe mir das erst später nachgekauft, weil ich halt nochmal diesen Sonic-Flair haben wollte. Vor allen Dingen in den ersten Levels wird das sehr krass, ist das sehr krass zu bemerken. Es ist auf jeden Fall ziemlich krass, dieses alte Sonic-Gefühl wieder zu haben. Die Musik ist ähnlich wie damals auf dem Mega Drive und das ganze Spiel ist auf jeden Fall sehr toll geworden. Ab und zu kommt so ein bisschen so ein 3D-Dingsbums da rein. Sie haben halt den 3D-Sonic mit dem alten 2D-Sonic so ein bisschen gekreuzt. Und das ist eigentlich eine ganz gute Mischung, wobei Sonic, ich spiele es immer kurz, aber irgendwann lege ich es wieder weg, weil mir die Levels einfach, ich will bei Sonic einfach rennen, ich will da durchlaufen, ich will springen und mit Highspeed durch die Endfahne im Level da durchheizen. Und hier ist es mir einfach zu viel, also wird dieser Fluss zu sehr unterbrochen zwischendurch. Deswegen habe ich es irgendwann nicht mehr weitergespielt und schon mal gar nicht auf die S- oder A-Ränge oder so, die man da spielen kann. Aber trotzdem, Sonic Generations, ein gutes Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall besser als Sonic, wie heißt das letzte jetzt noch da? Lost Worlds? Ja, ist ja das letzte, was rausgekommen ist. Das muss ja nicht so prall sein, habe ich auch nicht hier. Dann gehen wir weiter. Das nächste Spiel, was ein sehr gutes Spiel ist, was ich auch mal unbedingt mal vorstellen wollte, bei Finchy zeigt, Rhythm Thief. Und der Schatz des Kaisers. Das ist ein, man könnte es ein bisschen vergleichen mit Professor Layton. Aber die ganzen Rätsel, die man löst innerhalb dieser Geschichte, die erzählt wird, löst man halt keine wirklichen Rätsel, sondern man muss die alle mit Rhythmuseinlagen machen. Das heißt, man muss bestimmte Farben in einem bestimmten Rhythmus treffen und man muss immer über die in einem bestimmten Rhythmus über die Gegner springen, während der Charakter läuft und so weiter. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Meine Frau hat das sogar mal gespielt und die fand das ganz cool. Die wollte auch irgendwann mal weitermachen, aber ja, wie es halt so ist, ich habe irgendwann das Spiel mit runter in meine Garage genommen und dann konnte sie nicht mehr weitermachen. Mal sehen, muss ich sie nochmal fragen. Auf jeden Fall auch ein Geheimtipp, kostet auch gar nicht so viel. Kann man es überhaupt sehen, ist was dunkel hier, ne? Kostet, glaube ich, nur noch ein paar Euro das ganze Ding, also könnt ihr euch echt mal geben. Dann haben wir einen alten Klassiker, der auf dem 3DS neu aufgelegt wurde, nämlich Shinobi. Shinobi ist so ein Ding, was halt mega krass schwer ist. Also es ist ein Ninja-Spiel, ihr spielt hier, wie ihr vorne drauf schon sehen könnt, einen Ninja. Und dieser Ninja muss halt da alles platt machen, was ihm da in den Weg kommt. Und das ist aber mega schwer. Ein Vorteil von dieser Version hier ist, das Ding ist übrigens von Sega, die eigentlich ziemlich viele schwere Spiele machen, wenn ich mir das mal so überlege. Sonic ist ja auch nicht einfach. Das Gute ist halt hierbei, für Einsteiger, man hat megamäßig viel Leben zur Verfügung, was man in der Originalfassung damals halt nicht hatte. Shinobi kostet auch nicht mehr so viel. Es gibt ja sowieso einige von diesen einfacheren, nenne ich sie mal, 3DS-Spiele sind ja mittlerweile recht günstig geworden. Die ganzen Nintendo-Sachen oder sowas, was jetzt hier zum Beispiel kommt, das ist immer noch relativ teuer. Die kosten immer nur 30, 40 Euro, aber solche Sachen hier, Rhythm Thief, Shinobi, die kosten 5 bis 15 Euro, mehr kostet das nicht, deswegen kann man sich sowas ruhig mal antun.
Jetzt kommt eines meiner absoluten Lieblingsspiele für den 3DS. War auch in meiner Top 10 2013 ziemlich weit oben vertreten. Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate. Das ist immer noch so ein mega langer Titel. Ein sehr gutes Castlevania. War mein erstes Castlevania, deswegen kann ich es nicht vergleichen, aber ich habe doch bisher noch Gutes von gehört. Und was ich hierbei besonders cool finde, sie haben im Prinzip ein 2D-Castlevania gemacht, auch nach dem alten Metroidvania-Prinzip mit der Karte, dass man dann da überall hin kann und so, aber es ist in 2D. Aber trotzdem haben sie es geschafft, teilweise so 3D-Kamerafahrten bei einem Boss mit einzubauen und so weiter. Und das ist echt ein sehr cooles Castlevania und hat auch einen verdammt guten 3D-Effekt, muss ich schon sagen. Am Anfang, wenn man schon auf dieses Schloss zuläuft, klar, ist ja kein Spoiler, man ist in einem Schloss, das ist man bei Castlevania, glaube ich, fast immer, in einem Schloss, in Draculas Schloss und hier am Anfang läuft man halt durch so ein Dorf und im Hintergrund sieht man immer dieses Schloss und wenn man dann da den 3D-Effekt anmacht, dann das sieht schon sehr gut aus. Ja, auf jeden Fall ein sehr cooles Teil. Könnt ihr euch auch mal antun, ich weiß gar nicht, was das momentan kostet. Wird aber wahrscheinlich nicht so billig sein. Dann kommen wir mal zu einem Ding, was ich angespielt und sofort wieder weggelegt habe. Metal Gear Solid Snake Eater 3D. Ich glaube, das ist der dritte Teil der Serie. Aber Metal Gear Solid ist, ich habe das halt auch nie gespielt damals, deswegen bin ich da nicht so der Nostalgiker, was das angeht. Ich wollte es mir halt mal antun oder beziehungsweise wollte mal reingucken in diese Reihe und habe mir gedacht, für den 3DS, ja, kannst du ja mal holen. 3DS ist eine sehr coole Konsole, vielleicht spielt es ja da drauf, aber mir ist es einfach zu viel Gelaber. Ich habe am Anfang irgendwie fast eine halbe Stunde nur mehr Gelaber angehört. Dann habe ich ganz kurz wie meine Ausrüstung, meinen Rucksack gesucht, die in einem Baum hing und dann kam schon wieder eine halbe Stunde Gelaber und das war mir, keine Ahnung, das habe ich auch irgendwie nachts dann gespielt um 2 Uhr, da ist mir immer so, bin ich voll müde gewesen und immer meine Augen zugefallen, habe ich irgendwann dann wieder aufgehört. Ja. So, nächstes Spiel, was ein sehr gutes Spiel ist und was ich, ja, was heißt schade? Ich finde es nicht unbedingt schade, aber manchmal ärgert mich sowas. Resident Evil Revelations. Und was mich da ärgert, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken, nämlich Resident Evil Revelations kam irgendwann, so ein Dreivierteljahr nach Release hiervon oder über ein Jahr, ich glaube es war noch ein bisschen länger, kam es für sämtliche anderen Konsolen in HD raus. Für die Wii U, für die PS3, die Xbox, für den PC, was es alles da so gibt. Und das ist ein bisschen blöd halt. Ne? Man kauft sich ein 3DS, weil man denkt, oh yeah, vielleicht war es für einige auch ein Kaufgrund für ein 3DS, ein neues Resident Evil. Ja, und dann sowas. Hätte man sich die Konsole halt sparen können, wenn man das wirklich nur hierfür sich zugelegt hat, das Teil. Naja, ich habe es angespielt, gefiel mir eigentlich ganz gut. Ich hätte auch gerne weitergespielt, vor allen Dingen spiele ich immer mit Kopfhörern, mit dem 3DS oder sehr häufig halt. Und ja, diese Atmosphäre auf diesem Schiff ist schon sehr krass gemacht. Am Anfang habe ich mich echt da ziemlich oft erschrocken und in die Hose gemacht fast. Und später kommt man in so einen Bereich in diesem Schiff, was sehr an das Herrenhaus von Resident Evil 1 erinnert. Aber ich kam halt irgendwie nicht weiter. Ich musste irgendwas suchen, ich habe es nicht gefunden. Und dann habe ich irgendwann halt auch damit wieder aufgehört. Unterstützt übrigens das Circle Pad Pro. Ich glaube Metal Gear auch, kann das sein? Genau, das unterstützt auch dieses Schiebepad Pro. Sprich diesen Aufsatz oder diesen Ansatz zum 3DS, dass man ein zweites Schiebepad hat. Jetzt kommt wieder ein Ding, was, ja, das gibt's ja auch in 3 Milliarden Varianten und das wird immer wieder neu aufgekocht von Capcom. Das kann Capcom ja sowieso sehr gut. Nämlich Super Street Fighter 4 in der 3D Edition. Kostet nicht mehr die Welt, kostet auch nur 6, 7, 8 Euro. Und ist halt Street Fighter, ne? Ist ein gutes Prügelspiel, gutes Beat'em Up. Hat auch einen guten Online-Modus hier drauf. Ja, kann man sich mal reintun. Ist halt Street Fighter, brauche ich nichts zu sagen, ne? Dann haben wir hier, jetzt kommen die ganzen Ubisoft-Spiele. hier haben wir ein Jump'n'Run, was bei Amazon ganz gute Bewertungen bekommen hat. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, neues Jump'n'Run-Futter auf den 3DS. Weil Jump'n'Runs auf dem 3DS halten bei mir nicht sonderlich lange, da bin ich immer sehr schnell durch. Rabbids 3D. Ja, das ist irgendwie die Rabbids, steht da drauf? Ja, man reist halt durch die Zeit, ne? Mit den Rabbids rennt man dann an den Dinosauriern vorbei und hier sind Ritterrüstungen, sehe ich ja gerade. Da bin ich aber nie gekommen, weil es einfach mega langweilig ist.
Es ist sehr langsam. Ich hatte da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Ich hatte das erste Level gespielt und habe es dann weggelegt. Jo. Schade. Ich dachte, es wäre besser. Aber ich fand es nicht gut. Dann haben wir hier ein Rennspiel. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt, sehe ich gerade. Weil ich muss dazu sagen, bei dieser Sammlung, es ist halt wirklich eine Sammlung. Ich habe diese Spiele nicht alle gespielt. Da sind einige Dinge dabei, die mich eigentlich nicht interessieren, die ich mir trotzdem bestellt habe, weil sie A, ganz günstig sind und zweitens halt, ja, in meine Sammlung halt reinpassen. Ne? Werde ich mir irgendwann mal angucken, aber habe ich noch nichts zugesehen. Asphalt 3D. Ist halt, wie gesagt, irgendein Rennspiel. Habe ich das nicht gerade schon gesagt? Asphalt 3D? Egal. Ja, keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Ist auf jeden Fall von Ubisoft, also wird es nicht so schlimm sein. Dann haben wir noch was ich mir mal antun wollte, wo ich noch nie ein Spiel von gespielt habe, von dieser Reihe. Ich muss aber sagen, ich mag generell Tom Clancy-Spiele nicht so sehr. Splinter Cell 3D. Ja, ist voll blöd, dass hier so dunkel ist jetzt. Na egal. Ja, habe ich noch nicht reingeguckt bisher. Ist halt Splinter Cell, ne? Man muss rumschleichen und man muss lautlos die Gegner erledigen. Ja, finde ich eigentlich immer ganz cool. Naja, werde ich mir irgendwann mal reinziehen. Unterstützt das auch das Schiebepad Pro? Nein, steht nichts drauf, also tut's das auch nicht. Es gibt sowieso nur sehr wenig Spieler, die dieses Schiebepad Pro unterstützen. Ein paar davon habe ich ja hier, seht ihr jetzt gleich dann. Dann haben wir noch ein Rennspiel. Da habe ich sogar mal kurz reingeguckt. Wobei ich sagen muss, Ridge Racer 3D. Ridge Racer ist eine Reihe, da bin ich nie mit warm geworden, weil Ridge Racer ist halt so dieses typische Arcade-Ding, wo man dann driftet und ja, hat halt gar nichts mit Simulation zu tun, so wirklich gar nichts. Und deswegen bin ich damit nicht so wirklich warm geworden. Ich habe es mir mal gekauft, es war nicht so mega teuer von Namco. Passt halt in meine 3DS-Sammlung, ne? So Rennspiele. Wie gesagt, spiele ich sowieso ganz gerne, aber das hier ist auch auf dem 3DS jetzt nicht schlecht, aber nichts, was mich sehr lange gepackt hat. Genauso wie das hier, nämlich Tekken 3D. Der Nachteil von diesen ganzen, was heißt Nachteil? Eine Sache bei diesen Beat'em-ups auf dem 3DS sind, dass der Touchscreen unten benutzt wird, um direkt Kombos zu speichern. Und diese Kombos kann man halt, ja, man kann sie variieren, es gibt sie, welche vorgegeben. Wenn ich bei Street Fighter zum Beispiel Ryu nehme oder Colonel Guile oder sonst wen und ich drücke unten eine Taste, dann kommt die ganze Zeit Sonic Boom, Sonic Boom und Hadouken. Das heißt, das ist relativ witzlos da, man kann die ganze Zeit das spammen und gewinnt dann halt irgendwie. Weiß ich nicht, brauche ich nicht. Ich mache das dann doch lieber selber irgendwie, aber so war es bei Tekken 3D halt auch. Cool an Tekken 3D ist aber, dass hier auf der Karte ist der Tekken-Film. Habt ihr das Ploppen gerade gehört? Mein Kühlschrank hat sich abgeschaltet. ja, es hat, hier ist der Film drauf. Tekken, wie heißt der nochmal? Vengeance oder was? Wo steht denn das? Naja, egal. Auf jeden Fall diesen Tekken-Film, ich glaube Tekken Vengeance oder sowas war das. Den kann man sich ja komplett angucken mit Untertitel. Und in 3D. Und das ist eine coole Sache. Ich habe da mal kurz reingeguckt. Dann leuchtet mir auch endlich an, warum es wirklich so einen Ständer gibt für den 3D, für den 3DS, wo man das Ding draufstellen kann, wenn man sich halt so einen Film anguckt. Gut, ist eine coole Sache. Kostet auch nicht die Welt, könnt ihr euch echt mal geben. Dann haben wir jetzt hier noch ein paar Dinger, die, das hier habe ich mir auch mal angeguckt, ganz kurz, aber ich hatte gehofft, man kann das mit dem Schiebepad Pro spielen, kann man aber nicht. Ace Combat Assault Horizon Legacy. Ja, das ist halt ein Ace Combat Spiel. Ne? Man hat so einen Kampfjet und muss dann da Missionen erledigen. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Ist auch nicht schlecht, aber ich fand's halt blöd, weil man halt das Schiebepad Pro nicht benutzen kann und muss alles mit einem Stick oder einem Schiebepad machen. Jo, das hat mich dann nicht so gepackt. Irgendwie war mir zu langweilig, zu langatmig die Mission am Anfang. Habe ich dann direkt wieder ausgemacht. Aber von der Grafik her ganz nett. Dann kommen wir zum Spiel, was ich damals sehr geil fand, was ich sehr gefeiert habe, weil ich immer ein Diablo für die Hosentasche gesucht habe. Sprich, man erstellt sich einen Charakter, eine bestimmte Klasse, wie bei Diablo, bei WoW oder Baldur's Gate und was es da noch so gibt. Und
Ja, man kämpft sich dann durch verschiedene Bereiche in dem Spiel, in der Welt, verschiedene Akte meistens, kämpft sich da durch und am Ende gibt es einen dicken Boss und man kann Items sammeln und man kann seinen Charakter aufleveln. Und das gibt's bei Heroes of Ruin von Square Enix ist das. Wollte ich damals mal vorgestellt haben, aber da Square Enix was dagegen hat, dass man hier Bildmaterial von zeigt oder halt generell Gameplay-Material zeigt, habe ich das nie gemacht. Ist ein gutes Spiel, ist auch immer noch relativ teuer. Kann man auch online spielen zu viert. Und das habe ich noch nie getestet. Würde ich mal gerne machen. Macht sicherlich Bock. Ja. Auf jeden Fall gutes Ding. Gibt es einen Krieger. Es gibt so einen Typ mit einer Knarre. Fand ich ein bisschen Banane, weil es halt so ein Fantasy-Setting ist. Und dann gibt es da so einen Typ mit einer Knarre. Ja, unten. Ja, diesen. Wie heißt der eine Typ da noch? Berserker? Auf jeden Fall so ähnlich wie ein Barbar halt. Dann gab es Krieger und so eine Art Amazone. War nicht verkehrt. Wenn ihr was, also ein Diablo für die Hosentasche sucht, ist das auf jeden Fall das Richtige. Das ist wirklich gut. Im Gegensatz hierzu. Das ist auch wieder so ein Ding. Ich wollte unbedingt mal, ich habe noch nie Kingdom Hearts gespielt. Und deswegen habe ich mir irgendwann mal Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance zugelegt. Unterstützt auch das Schiebepad Pro, was ich sehr cool fand. Habe das auch dann irgendwie mal getestet. Aber ich habe eine Stunde gespielt und hatte in dieser einen Stunde 50 Minuten Tutorial und 10 Minuten Videosequenz. So ungefähr. Also das ist, und dann kam ich mal ins Spiel rein und dann kam ich nicht weiter, weil ich nicht wusste, wo ich hin muss. Also das hat mich gar nicht gepackt irgendwie. Deswegen habe ich mir auch dann das HD-Remake von Kingdom Hearts nicht gekauft. Wobei es ja ein super Spiel sein soll. Ich weiß nicht, das ist glaube ich nur was für mega Hardcore-Fans von Kingdom Hearts. Ich glaube, wenn man das einfach nur so spielen will, kann man sich das echt schenken, dieses Ding hier. Sagen auch sehr viele. Und vor allen Dingen auch Rezensionen bei Amazon, wenn man sich mal durchliest. Kommt nicht ganz so gut an das Spiel. Dann haben wir hier eins, das habe ich mir gekauft für jede Menge Geld, sogar gebraucht, weil es halt mega teuer ist, gebraucht. Und neu ist es sowieso, kann man es gar nicht bezahlen. Beziehungsweise lohnt es sich nicht. Tales of the Abyss. Das ist auch so ein Ding. Die Tales of-Reihe hat sehr viele Fans. Der gute Laune-Typ, der feiert das total. Und der hat auch Tales of the Abyss so oft gelobt und empfohlen, dass ich mir das dann doch irgendwann mal gekauft habe. Ich habe nur ein Problem mit den Tales of Spielen, genau wie mit den letzten Final Fantasy Spielen. Die Story. Das ist mir einfach alles zu viel, zu abgedreht und dann kommen direkt Luftschiffe am Anfang und dann kommt dies und noch keine Ahnung und dann kommt eine Riesengruppe und so. Mann, mach das doch langsam, lass es doch langsam angehen. Also, ich meine, das war jetzt hier nicht so extrem bei Tales of the Abyss, aber da kommt halt hinzu, dass das Ding komplett in Englisch ist. Auch mit englischem Untertitel und so. Ich war zwar der Meinung, irgendwo gelesen zu haben, dass es das auch mit deutschem Untertitel gibt, aber anscheinend dann doch nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier ein Spiel stehen, was relativ teuer ist, was ich nicht mehr spiele. Wollte ich damals sogar ein Spieletagebuch zu machen, so einfach, damit ich mich ein bisschen zwinge, das durchzuspielen, damit ich meine Englischkenntnisse wieder ein bisschen besser oder ein bisschen auffrischen kann. Aber irgendwann nicht weitergespielt. Wie gesagt, so, und wenn ihr Fan von Tales of seid, dann das Ding auf jeden Fall ein Muss. Der Humor im Spiel ist auf jeden Fall auch cool, weil der Hauptheld eigentlich gar kein Held ist oder er will gar kein Held sein, aber ja. Er hat dann so ein paar bescheuerte Sprüche die ganze Zeit und lässt immer er ist irgendwie der Sohn von irgendeinem Herrscher, irgendwie von irgendeinem hohen Tier auf jeden Fall, und der lässt das immer raushängen, so unter dem Motto, ich bin doch hier der Sohn von dem und dem, was wollt ihr überhaupt? Und cooles Ding auf jeden Fall, aber für mich, wie gesagt, nichts. Dann haben wir jetzt die Reihe hier unten. Das eine ist fertig. Jetzt haben wir die nächste Reihe, wo die ganzen relativ belanglosen Sachen kommen oder die ich mir einfach noch nicht angeguckt habe oder so. Sind noch nicht so mega viele. Wir fangen mal hier oben an. Haben wir wieder ein Beat'em Up. Nämlich Dead or Alive Dimensions. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Da habe ich nur die Verpackung aufgerissen, damit ich den Nintendo Club Code da rausholen kann. Ja, Dead or Alive halt, ne? Wackelnde Hunde. Insider, wackelnde Möpse. Ja. Viel nackte Haut, bisschen rumgeprügelt und so. Habe ich noch nicht reingeguckt. Sollte ich irgendwann mal tun. Dann haben wir, das ist auch so ein Ding, das habe ich mir gekauft, weil ich das mit dem Schiebepad Pro spielen wollte. Aber,
soweit ich es noch im Kopf habe, nur die japanische Version unterstützt das Shibopad Pro und nicht die, ja, die hier halt, die PEGI oder was ist das für eine Version, oder, ja genau, die PEGI-Version. Auf jeden Fall ist das ganze Spiel auch auf Englisch und es handelt sich um Chronicles Samurai Warriors. Das ist so ein Stil wie Dynasty Warriors, was ich früher ganz cool fand. Ich habe Dynasty Warriors, ach Gott, was war denn das? Auf der PS2 auf jeden Fall. Habe ich meine Zeit lang ganz gerne gespielt, weil es halt große Levels gab mit vielen Gegnern, die man so platt machen musste. War mal ganz cool. Aber jo, ich hatte halt die Hoffnung, dass man das mit diesem Shibopad Pro spielen kann. Ich habe es gekauft und es geht nicht. Deswegen habe ich das Ding nach ein paar Minuten wieder rausgeschmissen und nie weiter verfolgt. Keine Ahnung. Juckt mich nicht so sehr. Dann haben wir hier ein Spiel, was eigentlich auf dem 3DS komplett untypisch ist. Oder was ich generell auf einem Handheld merkwürdig fand früher, aber es funktioniert dann doch, nämlich Formel 1. Auf dieses Spiel bin ich gekommen. Ich habe mal ein Video gesehen, wo sie den Batterietest zwischen PS Vita und 3DS gemacht haben und haben quasi irgendwie irgendeine Strecke angewählt, dass das die ganze Zeit fährt, das Auto. Ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben, ob das dann mit dem Klebeband war oder... Auf jeden Fall haben die das dann mit der Kamera mit Zeitraffer gemacht und da konnte man die ganze Zeit dieses Spiel sehen auf der PS Vita und auf dem 3DS. Und da habe ich gedacht, ach ja, Formel 1, so auf dem 3DS, ist doch eigentlich auch eine ganz coole Sache. Habe ich mir das Ding bestellt, kostet auch nicht mehr die Welt und ist echt gut. Also hat Bock gemacht, da Rennen zu fahren. Ich habe irgendwann halt aufgehört, weil es zieht sich halt sehr. Ne? Wenn man die komplette Meisterschaft fährt, dann jedes Rennen 20 Runden, wenn man halt das vernünftig machen will, weil dann immer nur ein, zwei Runden ist ja auch Schwachsinn irgendwie. Wenn, dann will ich schon so ein bisschen Herausforderung haben, aber war mir irgendwann zu lang und dann habe ich wieder aufgehört damit. Aber trotzdem, kann ich euch nur empfehlen. Formel 1, ich glaube 2012 gibt es für den 3DS nicht. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, gutes Ding für Formel 1 Fans, könnt ihr euch mal zulegen. Jetzt kommen so ein paar Sachen. Ja, das hier, das verstehe ich absolut nicht, wurde in den Amazon-Rezensionen beschrieben wie Child of Eden, Dream Trigger 3D. Ja, sieht auch hier hinten drauf so ein bisschen aus wie Child of Eden, quasi so ein Rhythmus, wie heißen diese Shooter, diese so ein Railgun-Shooter mit Rhythmuseinlagen und so, dass man... wenn man die Sachen abschießt, dass dann das einen Ton ergibt und da ein Lied entsteht. So ein bisschen was Kreativeres. Und das konnte ich mir auf dem 3DS eigentlich ganz cool vorstellen, wenn es so wie Child of Eden gewesen wäre. Ist es aber nicht, denn ich komme direkt ganz am Anfang schon nicht weiter. Ich sterb da immer direkt und keine Ahnung. Deswegen habe ich es irgendwann wieder weggetan und auf den Stapel mit den nicht zu gebrauchen Spielen gelegt, beziehungsweise nicht so wichtige Spiele. Ja. Das hier ist jetzt ein Ding, da habe ich noch gar nicht reingeguckt, genau wie das nächste. Und das übernächste. Und das danach auch. Naja, wie gesagt, das ist der unwichtige Stapel. Ein Bitrip Saga. Das ist eine Sammlung von, ich glaube, 6 Minispiele gibt es da drauf. Ja, das sind halt alles so Bit-Levels. Das sieht halt aus wie so, ja, ich sag mal, so ein bisschen wie Atari damals, aber trotzdem ein bisschen besser. Wie soll ich das erklären? NES? Nee, eigentlich auch nicht, ne? Ja, es hat so ein so Indie-Kram, so ein bisschen was Künstlerisches auch. Und, die rhythmische Retro-Arcade-Serie. Alles klar, das habe ich noch gar nicht gelesen. Habe ich auch, wie gesagt, noch nicht reingeguckt. Ich weiß nur, dass die Frau Zimmi das, glaube ich, feiert oder halt ganz gut fand und das auch empfiehlt. Und deswegen, jo, kostet nicht die Welt. Guckt es euch mal an, wenn ihr so Rhythmus-Indie-Sachen mögt. Ja, Das nächste Ding, das weiß ich gar nicht, was das sein soll. Ein Titel aus der beliebten Shift-Serie. Ist oben unten oder unten oben? Wandle die Welt von schwarz zu weiß und wieder zurück, um den Ausgang zu finden. Jo, hört sich halt ganz cool an. Hört sich nach einem Puzzlespiel an. Und ist so ein Ding, was ich mir gekauft habe, weil es günstig war für die Sammlung. Shifting World heißt es halt. Jo, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das steht in meiner Sammlung. Dann ist ein Ding, das will ich gar nicht spielen. Das habe ich von einem, von einem Freund, von einem Zuschauer, habe ich das geschenkt bekommen, weil er es halt selber nicht wollte. Er hat das selber irgendwie mal bekommen, glaube ich. Und er hat mir das geschenkt, sagte, du sammelst doch 3DS-Spiele. Ich sage, ja, kann das auch Schrott sein? Ich sage, ja, der hat mir das mitgebracht. Schlag den Raab, das zweite Spiel. Und ich habe vor kurzem, ich habe auch Schlag den Raab
Ja. Schlag den Rat, das zweite Spiel für die PlayStation 3. Und das wollte ich mal mit meiner Frau letztens spielen, weil wir halt ja, wenn wir was zusammen spielen, dann meistens irgendwie Jump'n'Runs oder sowas oder halt so Minispiele oder so ein Kram. Und ich dachte, komm, probier mal Schlag den Rat aus. Ist mal was anderes. Boah, ist das kacke. Das ist so mega schlecht. Ich hatte am Anfang, als ich das Menü gesehen habe und habe die Einleitung gesehen, das Intro, habe ich gedacht, ach cool, sie haben sogar die Originalsprecher, der Raab hat das selber eingesprochen, genauso wie Steven Gätchen und Elton und so. Ja, und dann kam das Spiel und das war so kacke, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Und ich erwarte eigentlich von der 3DS-Version nichts anderes außer Kacke. Deswegen ist es auf dem Unwichtigstapel. Ja, und jetzt kommt ein Ding, das ist auf dem Unwichtigstapel, da werden mich einige jetzt wahrscheinlich für steinigen, wie der Posti zum Beispiel oder so. WWE All-Stars, das habe ich halt auch nur gekauft, damit ich es habe. Kostet irgendwie, glaube ich, 13 Euro neu. Ne? Wenn ich euch hier Preise nenne, zwischendurch, das ist immer der Neupreis. Also gebraucht gibt es das wahrscheinlich noch günstiger. Ja. WWE halt, ne? All-Stars, ich habe das auch für die PS3. Und ich fand das ganz cool, weil ich halt mit den neuen WWE-Typen oder mit den neuen Wrestling-Typen nichts anfangen kann. Ich habe das nicht miterlebt heute oder heutzutage. Ich kenne das nur von früher mit Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Undertaker und wie die alle hießen. Und die sind halt alle hierbei. Shawn Michaels, Roddy Piper und Red the Hitman Hart und wie die alle hießen. Und die sind halt alle hierbei. Und deswegen habe ich mir das damals mal für die PS3 gekauft, habe das auch auf Platin gespielt. Und hier gibt es halt das auch für den 3DS. Ja, kostet nicht viel. Ich brauchte, glaube ich, auch Club Nintendo Punkte damals, da habe ich mir das halt gekauft. Jetzt kommt was, das ist auch scheiße. Das habe ich damals sogar mal verlost, weil es auch nicht so die Welt kostet. Und wenn ich schon hier unten lese, RTL, da hätte ich schon wissen müssen, dass es kacke ist. Wintersports Feel the Spirit 2012. Zu den Winterspielen in wo? Keine Ahnung. Ist auch total egal, denn das Spiel ist Schrott. Ich habe es mal kurz angetestet. Also es gibt ja wirklich ja so Wintersportspiele, die gut sind. Sei es die ganzen alten Dinger vom Atari. Das Ding war super damals, auch wenn es halt natürlich aus heutiger Sicht total behindert ist. Aber es war ein cooles Spiel. Oder Vancouver 2010 habe ich ja auch ein Video zu gemacht mit ein paar Freunden hier auf der Couch und das ist ein super Wintersportspiel. Aber das hier, vergesst es mal ganz schnell. So, damit hätten wir dann auch den unwichtigen Stapel abgearbeitet und jetzt kommen wir zum wichtigsten Stapel, meiner Meinung nach zumindest, nämlich die ganzen Nintendo-Spiele, also die Spiele direkt von Nintendo kommen. Das ist ein ganzer Packen auch hier. Wie gesagt, ich will nicht so viel darüber verlieren, zu viele Worte. Wenn ich zu diesen ganzen Sachen ein Video gemacht habe, dann verlinke ich euch das in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das gerne mal angucken. Wie zum Beispiel Animal Crossing. Animal Crossing New Leaf ist halt ein Animal Crossing. Man baut da seine Stadt so ein bisschen auf, man ist hier in dem Fall auch der Bürgermeister. Man muss mit den Leuten interagieren, man kann die Stadt aufbauen, man kann sein Haus verschönern, man kann alles machen, was man halt so in einem Garten macht. Man kann Unkraut jäten, man kann das Obst pflücken, man kann halt eigentlich fast alles machen in dieser Stadt. Ja gut, fast alles ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man kann auch schon ziemlich viel machen da. Und das ist so ein Ding, was jetzt ist auch in Echtzeit, das heißt, wenn es bei uns hier gerade Winter ist, ist es im Spiel auch Winter. Und dann gibt es dann wieder andere Früchte oder andere Tiere, wie zum Beispiel im Sommer oder im Frühling. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich müsste nochmal reingucken, weil ich das halt nur im Sommer gespielt habe letztes Jahr. Gucken, wie es da jetzt aussieht. Ist auf jeden Fall so ein Ding, was süchtig macht. Habe ich sogar über 70 Stunden gespielt oder so. Ist das Spiel, was ich am 3DS am meisten gespielt habe und am längsten. Gutes Ding, was süchtig macht. Das nächste Ding, was süchtig macht, ist Fire Emblem Awakening. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Und Fire Emblem ist das erste Strategie-RPG, was ich jemals gespielt und auch durchgespielt habe. Weil es einfach ein fantastisches Spiel ist. Das war auch ziemlich weit vorne letztes Jahr in meiner Top 10. Hat mehrere Gründe. Einmal ist die Grafik von den Zwischensequenzen ist der absolute Knaller. Aber das ist noch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist das Gameplay. Das Gameplay macht so einen Bock, da diese Strategie-Ding mit den Charakteren da rumzueiern und so. Cooles Teil, wenn ihr Strategiespiele mögt, auf jeden Fall das hier. Und wenn ihr Rollenspiele mögt, auf jeden Fall auch das hier. Aber ihr könnt euch immer noch ein Video angucken dazu.
Dann haben wir noch ein Spiel, was ich irgendwann Was ist mit der Hülle passiert? Was ist denn da los? Hallo? Oder ist das da so ein Gespenst? Ist auch egal. Was ist das? Muss ich ja mal nachgucken. ihr habt es schon gesehen, wahrscheinlich Luigi's Mansion 2. Das ist so ein Ding. Das ist gut. Es hat auch Bock, aber das ist ein sehr charmantes Spiel. Allein die ganzen kleinen Details, die sie, wenn man zum Beispiel durch so ein Haus läuft und da ist ein Tisch und der Tisch ist nicht einfach nur ein Tisch, da ist dann auch teilweise noch ein Gedeck drauf mit Essen und irgendwie so. Also alle möglichen Kleinigkeiten, da haben sie dran gedacht und das in 3D ist auch ganz cool. Habe ich zwar irgendwann wie bei fast allen Spielen ausgemacht, aber lohnt sich auch hier das Ganze in 3D zu spielen und halt das zum Beispiel, wenn Luigi so ein bisschen rumsteht und selber Angst hat, dann summt er, das erzählt glaube ich jeder, der ein Video zu diesem Spiel macht, dann summt er die Hintergrundmusik mit. So ein, er zittert dann halt am ganzen Körper, weil er Angst hat und so. Ist auf jeden Fall ein sehr charmant gemachtes Spiel. Habe ich aber irgendwann aufgehört, weil es halt irgendwie dann immer wieder dasselbe war und dann kam schon das nächste Spiel und so. Und da hatte ich keine Zeit mehr für das weiterzumachen. Deswegen machen wir mit dem nächsten Spiel weiter. Jetzt kommt ein Ding natürlich. Hatte ich damals schon, war das erste Spiel, was ich für ein 3DS hatte, weil ich damals den 3DS in dieser Zelda Edition gekauft habe. Da war das hier bei. Ocarina of Time 3D. Brauche ich nichts sozusagen, ist halt das 3D Remake zu Ocarina of Time, in dem sie nicht nur die Grafik verändert haben, sondern auch das ganze Gameplay und alles ist viel dynamischer und man kann viel besser steuern und habe ich auch ein Video zu gemacht, könnt ihr euch gerne angucken. Dann haben wir hier das nächste Zelda, was auch letztes Jahr ein riesen Ding war, leider ein sehr kurzes riesiges Ding, nämlich The Legend of Zelda A Link Between Worlds, der Nachfolger zu A Link to the Past vom Super Nintendo, was schon, keine Ahnung, 25 Jahre alt ist oder so. Und das ist auch ein Zelda, hat für mich neben den, ja, die ganzen anderen Zelda, sind halt so typisch, dieses 3D-Zelda ist so das typische gleiche Gameplay, ne? Anvisieren, um den Gegner rumlaufen, so, und dann draufhauen und halt, ist halt nicht sehr schnell und nicht sehr actionmäßig, aber das hier, dieses Gameplay von diesem Spiel ist der absolute Knaller. Der Yetifin hat gesagt, er ist 2 Meter mit Link gelaufen und sagte, ja, geil. Und so ist es tatsächlich. Man kann auch mit Link, wenn man auf der einen Taste hat man den Bogen, auf der anderen so einen Tornado-Stab kann man sich da kaufen und das Schwert halt. Und man kann alles so ein bisschen kombinieren. Da kommt ein Gegner von da, man haut den mit dem Schwert, dann hat man schon den Bogen und schießt nach da oben und mit dem Tornado-Stab stunt man den Gegner, die hinter einem sind und so. Macht auf jeden Fall sehr viel Bock, das Ganze. Auf jeden Fall ein Pflichtding für den 3DS. Es sei denn, ihr mögt kein Zelda. Dann lasst das. Hier haben wir wieder ein 3D-Remake. Auch ein sehr gutes, was ich persönlich sogar noch besser wie das Originale finde. Donkey Kong Country Returns 3D ist das 3D-Remake zu dem Wii-Teil von Donkey Kong Country, welcher schon sehr gut war, aber das hier ist halt einfach noch besser, weil ich fand das Donkey Kong Country Returns auf der Wii fand ich sehr schwer. Und ich hatte irgendwann dann wirklich keinen Bock mehr, da weiterzumachen, weil es mir zu schwer war. Beziehungsweise ich keine Lust hatte, mich da so mega reinzufuchsen. Und das hat man hier halt so gelöst, dass man entweder den normalen Wii-Modus spielen kann, sprich mit 2 Herzen und mega schwer, oder man hat 3 Herzen und das Ganze ist so ein bisschen erträglicher vom Schwierigkeitsgrad. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ich bin auch mittlerweile relativ weit, spiele ich zwischendurch immer mal weiter. Ist aber alles relativ teuer, weil, wie gesagt, die Nintendo-Spiele werden komischerweise nicht billiger. Dann haben wir hier ein Mario-RPG. Ich wollte mir das ja auch mal angucken. Hat mir Nintendo damals zur Verfügung gestellt, weil ich, glaube, ich hätte es mir auch so nicht gekauft. Und ich wurde halt darin bestätigt, was ich vermutet hatte. Das Ding ist mir einfach zu langweilig. Mario und Luigi Dream Team Bros. Was sehr gut ist an diesem Spiel, ist die Musik. Wahnsinn, finde ich super. Übrigens, bei allen Nintendo-Spielen ist die Musik immer super. Also bin ich mit groß geworden, hängen Erinnerungen dran und deswegen, alle Nintendo-Spiele haben immer für mich eine großartige Musik. Und so auch hier. Aber es ist einfach, ja, der ganze Humor in diesem Spiel, weil Rollenspiele dieser Art zumindest, vor allem JRPG und so, die haben immer so eine gewisse Art von Humor mit dabei. Oder oft. Und wenn der einfach nicht passt,
dann ist das Spiel auch irgendwie dann nichts für mich. Und so war es hier halt der Fall, denn der ganze Humor ist so Slapstick-Gedöns. Ne? Mario und Luigi, die sind, ja, das ist einfach so, die fallen andauernd hin und dann, ups, oh, dann reden sie so mit so einem komischen italienischen Akzent, den man aber gar nicht versteht. Man versteht aber, dass es italienisch sein soll und, ach nee, das war einfach zu, ich weiß es auch nicht. Das hier ist ein Ding, habe ich damals, als ich es gespielt habe, viel besser gefunden, als ich es jetzt im Nachhinein finde. Nämlich Spirit Camera, das verfluchte Tagebuch. Das ist so ein Ableger der Project Zero-Reihe. Mit Project Zero war es schon immer so, dass man mit einer Kamera durchs Spiel rennt und Geister jagen muss. Mit dieser Kamera werden die Geister sichtbar und damit kann man sie besiegen. Und die Kamera in dem Fall ist unser 3DS. Und die Geister sind tatsächlich dann bei uns im Raum drin. Ist vom Prinzip her cool. Ich fand das damals eine gute Idee. Ich habe echt bei uns im Wohnzimmer oben gestanden, morgens nach der Nachtschicht. Es war mega kalt da, weiß ich noch. Und dann habe ich mit dem 3DS da gestanden und habe halt die Geister bei uns im Wohnzimmer gejagt. Und es war wirklich ein bisschen unheimlich. Problem ist nur, es war dann zu dunkel bei mir im Wohnzimmer, dass das nicht so richtig geklappt hat. Und wenn ich das Licht halt heller gemacht habe, ja, dann war der Effekt aber weg von diesem Horror-Ding, weil Project Zero ist ein Horrorspiel, ne? Deswegen ist dieses Ding relativ überflüssig, meiner Meinung nach. Spirit Camera. Und die haben da auch versucht, hier ist so ein kleines Tagebuch drin. Deswegen heißt ja auch das verfluchte Tagebuch. Und wenn man dann da mit dem 3DS auf dieses Tagebuch hier so mit der Kamera drauf gegangen ist, dann dieses Augmented Reality wird dann halt ein bisschen benutzt. Ja, aber war halt nicht so gut umgesetzt, weil es halt hell sein musste. Nimmt dann den ganzen Effekt von einem Horrorspiel weg, finde ich. Jetzt, das ist eins der allerbesten 3DS-Spiele überhaupt und auch der besten Mario-Spiele überhaupt, wie ich finde, nämlich Super Mario 3D Land. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, war ich ja nicht so begeistert, weil ich vergleiche 3D-Marios immer noch mit Super Mario 64. Und das habe ich auch hier gemacht. Und das war ein Fehler, man darf das nicht machen. Wenn man das aber nicht macht und sieht Super Mario 3D Land als eigenständiges Spiel, was es ja auch ist, dann ist das tatsächlich eines der besten Mario-Spiele überhaupt, vor allem 3D-Mario. Es gibt ja jetzt schon den Nachfolger auf der Wii U, Super Mario 3D World, was auch ein großartiges Spiel ist, aber halt im Prinzip gleich wie das hier oder ähnlich. Aber deswegen würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall Super Mario 3D Land müsst ihr haben für den 3DS. Führt keinen Weg dran vorbei. Dann haben wir hier ein Ding, das habe ich damals auf N64 mega gefeiert und kostet auch jetzt auf dem 3DS nicht mehr die Welt, das Remake. Star Fox 64 3D, sprich Lilith Wars 3D. Habe ich irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde durchgespielt, wenn man einfach den direkten Weg nimmt zum Endboss und so. Und ist auch ein bisschen leichter als damals auf dem N64. Problem ist nur, ich kenne die ganzen Wege nicht mehr, die ich fliegen oder die ich einschlagen muss, um die alternativen Routen auf der Karte nehmen zu können. Ja, aber trotzdem eine coole Sache, nochmal dieses Lilith Wars Ding zu erleben auf dem 3DS. Oh, wir sind gleich durch, also so viel kommt jetzt nicht mehr. Jetzt kommt hier ein Ding, wieder Mario-Spiel. Wir haben, wobei, wenn ich das sehe, nur noch Mario-Spiele jetzt. New Super Mario Bros. 2. Ja, ist halt, da ging der Münzenwahn los in den New Super Mario Bros. Spielen. Hatte ich innerhalb von 4-5 Stunden durch. Hab's dann nicht mehr weiterverfolgt, weil halt man kann dann noch irgendwie 1 Million Münzen sammeln in dem Ding, man kann die geheimen Welten dann noch machen und so, hatte ich irgendwie keinen Bock zu. Hab's nur durchgespielt, wie man am grünen Punkt sehen kann, da unten, könnt ihr das sehen? Ja, aber dann lieber Super Mario 3D Land. Und die letzten beiden Dinger sind auch, gehören zum Mario Franchise und man sollte eins davon auf jeden Fall haben, das machen wir als letztes. Ja. Das hier ist auf jeden Fall auch ein gutes Ding. Mario Tennis Open ist ein Tennisspiel zu Mario, was es ja auch, glaube ich, auf jeder Konsole mittlerweile gibt von Nintendo. Ein Mario Tennisspiel ist ganz cool, nur irgendwie habe ich halt nachher auch das Interesse verloren, weil irgendwie nichts Neues kam, keine Ahnung. Sie hätten da so eine Art Weltrangliste machen können, anstatt einfach nur die normalen blöden Turniere. So eine Weltrangliste mit also nicht online, sondern einfach nur so eine fiktive Weltrangliste, wo halt sämtliche Mario-Charaktere mit bei sind, meinetwegen auch noch aus dem Zelda-Universum und Star Fox und sonst woher. Dass es so eine Weltrangliste gibt, in die man sich halt nach oben arbeiten kann. Das wäre cool gewesen, so eine Art Karriere. Gibt's sie aber nicht, habe ich zumindest nicht entdeckt.
trotzdem ist es ein gutes Spiel, macht Bock. Wahrscheinlich zu zweit oder so. Geht das zu zweit? Ja. Internet sogar. Im Team als Gegner 2 bis 4 Spieler. Sehr schön. Und jetzt kommt das letzte Spiel in meiner Sammlung und eines der absolut besten Spiele für den 3DS, wie ich finde. Mario Kart 7. Mario Kart 7 ist nochmal Mario Kart, was mir sehr gut gefallen hat, sei es im Einzelspieler wie auch im Multiplayer. Und Multiplayer ist das Gute, man kann zu 8 Mann online spielen. Und das haben wir schon ein paar Mal jetzt gemacht. Wir haben über Skype mit dem Lee und dem Bierbaron und ich weiß gar nicht, wer noch alles jetzt dabei war. Ja, Consolero, haben wir da online gegeneinander gespielt. Quasi, wir haben einen ganz normalen Grand Prix gefahren mit 8 Mann und dabei im Skype gelabert. War eine sehr witzige Sache und bin ich gerne immer wieder dabei für so eine Runde Mario Kart 7. Das war meine, ja, mittlerweile doch ganz, ja, stolze 3DS-Sammlung. Momentan fehlt mir ein bisschen das Geld, um noch ein paar Sachen nachzuholen. Ich hoffe, dass Nintendo mir demnächst nochmal das ein oder andere Spiel zuschickt. Ich habe jetzt länger nichts mehr von denen bekommen. Ansonsten muss ich halt mir nochmal irgendwann was dazu kaufen, klar. Das war's. Wie lange habe ich gelabert? Eieiei. Könnt ihr mir noch Spiele empfehlen, wenn ich mal wieder was mehr Geld habe, was ich mir noch unbedingt für meine Sammlung holen muss? Ich habe noch auf dem 3DS als Download habe ich noch Bravely Default, was ich auch sehr gerne noch als Retail-Version hätte, aber ist halt mega teuer, ne? Ansonsten Rollenspiele bin ich immer für zu haben. Schreibt mal in die Kommentare, was habt ihr so für 3DS-Spiele? Was ist eure Sammlung? Was sind vielleicht auch eure Lieblings-3DS-Spiele? Ich könnte mal als nächstes eine Top 10 machen meiner Lieblings-3DS-Spiele. Lohnt sich ja so langsam. So, und da ich mich jetzt wieder fusselig geredet habe, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.